Usch. Hallo und herzlich willkommen YouTube hier bei einem Video eures Pokéhomes auf der Suche nach allen Pokémon. Ja, schaut mal, was ich hier Schönes habe. Mystery Box eBay Kauf Opening. Genau. Ich war einmal auf eBay unterwegs, habe mir das hier gekauft und einmal, von der Grading Firma eine gegradete Karte zurückbekommen. Genau. So, ich habe natürlich gedacht, ich lasse euch daran teilhaben. Und genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der gegradeten oder mit der Pokémon-Karte. Fangen wir an mit der Pokémon-Karte. So, ich war auf eBay unterwegs, habe mir da was gekauft und jetzt schauen wir mal, was sich in diesem Karton befindet. Ob das Stück Papier ist. Oder ob das wirklich eine tolle Karte ist, wir werden es gleich erfahren. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. So, auch mal hier wieder anderer Content auf dem Kanal. So, auch eine sehr originelle Verpackung. Dann lunsen wir mal rein, was sich der Pokéhomes für seine Sammlung gegönnt hat. So. Okay, ich sehe. Süßigkeiten sehe ich. Mini-Marshmallows, okay. Alles klar. Abgelaufen. Ah ne, noch nicht. 30.07. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, auch der Käufer schaut das Video zu. Und genau. So. Dann wäre einmal hier die Box und ich habe schon was gesehen. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal. Also die Box ist leer. So, das war die erste Box. Schön verpackt. Oh je, oh Leute. eBay ist ja immer so eine Sache, ne? Kriegt man was, kriegt man nichts. Bedrucktes Papier oder ein Wort, wo drauf steht, haha, wie sehr man einen doch gern hat. Aber das sieht doch schon ziemlich gut aus. Schön eingepackt in Knickfolie. Beziehungsweise hier in diese Luftfolie, Luftpolsterfolie. Und ich sehe was. Ich sehe was, Leute. Leute, Leute, Leute. Ich sehe was. Auf jeden Fall, der Name stimmt schon mal. Düm, 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 düm. Ich lasse es jetzt mal euch so sehen. Auch hier mit diesem tollen Post-it zum Rausziehen der Karte, dass man nicht auch permanent die Karte angriffeln muss. Ja, hat er super gemacht. Und dann schauen wir mal. Pokémon Card Game. Schön in den Top-Loader. Und was ist es? Glurak Holo Evolution. Ja, super. Ja, finde ich klasse. Die holen wir auch gleich mal raus. Schön aus dem Toploader. Zack. Und dann begutachte ich mal die Karte. Ja, wundervoll. Ich war unterwegs und ich dachte mir, das Glurak fehlt mir noch. Ich nehme sie jetzt natürlich aus dem aus der Sleeve raus. Will sie mir auch mal ohne Sleeve angucken. Und das sieht doch schon ziemlich, ziemlich gut aus. Puh. Einmal kurz ins Mikrofon gepustet, weil da waren nämlich so ein paar Staubflecken drauf. Ja, super. Richtig, richtig klasse. Richtig tolle Karte. Bin ich echt froh, dass die heil angekommen ist, weil es ist ja immer so eine Sache. Ja, super. Bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir. Pokéhomes Academy hat wieder eine neue Karte gekriegt. Wundervolles Glurak. Evolution Holo. Ja. Vielen, vielen Dank. Auch der Glitzer, also der Holo-Effekt ist super. Richtig klasse. Ja. Freut mich. Erste Paket war schon mal ein Hit. Ein super Hit. Ja. Preis werde ich euch nicht verraten. Sondern, genau. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Hat gut geklappt. Super angekommen. Perfekt gekauft. Ja, freut mich echt. Ich bin ja eh ein absoluter Glurak-Fan. Jetzt kann ich ja nochmal meine Original-Glurak-Karte holen. Kleinen Moment. Dam dam! Mein Base-Set 2 Glurak. So. Jetzt haben wir die beiden Schätzchen hier nebeneinander. Einmal auf Deutsch und einmal von damals. Sehen die nicht klasse aus? Die sehen doch richtig klasse aus, oder? Boah, richtig toll. Ja, super, super. Freue ich mich ganz doll darüber. Ja, und euer Pokéhomes hat fleißig gegradet.
Grading-Paket ist zurückgekommen. Dann schauen wir mal, was wir dort drin haben. So, in Zeitungspapier eingewickelt. Oh, da haben wir doch was Schönes. So, ich war unterwegs und habe mir hier was Schönes Gegradetes gegönnt. Ja. Auch schön den Knickfolie im Luftpolsterfolie. Ich will mal Knickfolie sagen. Luftpolsterfolie eingewickelt. Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch allen für euren Support. Ihr seid wirklich toll. Der Kanal hat ja jetzt 50 Abonnenten. Ich weiß nicht, wenn das Video online geht, ob ich den Abo-Livestream 50 Abonnenten-Special schon gemacht habe oder nicht. Und ja, für alle Headset-Phone-Users tut mir jetzt natürlich leid. Es wird jetzt ein bisschen lauter. Upsa. Moment. Uiuiui. So, jetzt meine erste gegradete Karte, die ich besitze, von PGS. Okay, cool. Habe ich auch, also noch nie in der Hand gehabt, eine gegradete Karte. Der Fokus, den hat es jetzt mal richtig verhauen. So, schaut mal. Ist auch noch mal irgendwie in so einer Schutzhülle drin. Okay. Graded 221 PGS. Ein wundervolles Mew mit einer 8,5. Ja, super. Richtig klasse. Also ich weiß nicht, diese Folie, muss die da drum sein? Ich weiß es nicht. Also sieht auf jeden Fall wundervoll aus. Ich musste einfach dieses Mew haben. Ja, richtig klasse. Centering 8, Corners 8,5, Edges 9, Surface 9. Gibt zusammen 8,5. Ja, sieht super aus. Auch der Holo-Effekt richtig klasse. Aber warum ist das hier in dieser komischen Mappe drin? Das weiß ich nicht. Muss das da drin sein? Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ah, nee, das ist nur noch so eine extra Schutzfolie. Ah, da kann man es dann rausziehen. Ach, jetzt ist es draußen. Ach so, okay. Tada, jetzt ist draußen aus der Folie. Sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Ja, super. Richtig klasse. Ich werde jetzt wahrscheinlich vielleicht auch noch mal Karten zu PGS schicken und da Karten graden lassen, weil die machen ja doch einen ganz vernünftigen Job. Und ja, supi. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für euch beim Einschalten. Ja, fleißig liken, Kanal weiter schön abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ja, würde ich sagen, haben wir wieder zwei neue Mitglieder in der Poco Homes Academy, die wir da aufnehmen. Ja, gut. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Euer Poco Homes. Macht's gut. Haut rein. Ciao.